Hallöchen, liebe Zuschauer und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, mal wieder zu Arma 3, Ältest Live. Ja, wofür ich ja auch mit meinem Namen mehr oder weniger stehe. Viele haben mich deswegen abonniert und deswegen werden diese Videos auch, denke ich mal, noch länger kommen. Ich brauche halt immer nur mal so meine gewissen Abstände, wo ich dann mal Videos bringe, weil sonst verliere ich auf Dauer natürlich den Spaß. Aber heute habe ich den Paddy Smile dabei. Hallo. Und der hat mich hier auf einen Server eingeladen, den ihr selber auch kennt. Er ist hier als Paddy Smile eingeloggt, ich habe mich unter einem anderen Namen eingeloggt. Also ich heiße hier Ray Cole, aber welcher der Server ist, verraten wir jetzt auch noch nicht, weil ich denke mal, wir werden hier bestimmt zwischendurch nochmal zocken. Und ja, auf jeden Fall ist der sehr, sehr voll, das kann ich nur schon mal sagen. Und was ich auch sagen kann, ist, dass ich jetzt auf jeden Fall ja so ein bisschen hier das mache, was der Paddy Smile sagt. Er ist so ein bisschen hier derjenige, der sich hier auskennt, was hier so abgeht. Okay. Auch von den Regeln her, weil das ist hier so ein ganz kleines bisschen anders. Man hat eine Möglichkeit, wenn man jemanden überfällt, hier auch so eine Tastenkombination einzugeben. Dann erfährt der andere sozusagen, dass er gerade überfallen wird. Finde ich persönlich sehr gut, dass dann niemand sagen kann, so, der hat gar nicht gesagt, dass er mich böse will. So, und deswegen, dann gibt es halt diese Tastenkombination, dann weiß jeder, dass man einen überfallen möchte. Und ja. Und wir beide sind jetzt in einer Gruppe und schauen mal, was wir hier so Schönes fabrizieren können, ne? Richtig. Ich fühle hier so ein bisschen durch die Welt. Genau, richtig. Und hier sind 200 Leute auf dem Server. Das glaub ich ja, also der Server ist richtig voll. Ist einer der beliebtesten in Deutschland. Aber wir verraten nicht, welcher es ist. Werdet ihr wahrscheinlich noch auf jeden Fall erfahren. Irgendwann vielleicht sogar noch rausfinden durch Zufall. Mm-hmm. Ich hoffe auch nur gerade, dass ich jetzt gut aufnehme und dass es auch einigermaßen alles für euch... ja, ihr kennt das ja bei mir, ne? Ihr wisst ja, manchmal ist es leckfrei, manchmal kann man sich vor Lecks nicht retten bei mir, das ist, Du hattest ja schon mal das Problem, dass du anstatt du aufgenommen hast, hast du ja gestreamt. Ja, das richtig. Auch schon mal. Ich bin auch gerade überlegen, ob das jetzt wieder der Fall ist. Das wäre nämlich, ne, dann müsst ihr ja stehen, glaube ich, Stream beenden oder so. Wenn du mit OBS aufnimmst. Warte mal. Hoffen wir mal. Ich guck mal ganz kurz. Guck mal lieber rein. Jetzt, wo du sagst. Was mit dem da steht los? Aufnahme stoppen, steht da. Ah, das ist gut. Oh, da hinten ist einer gerade vom Haus runtergefallen und hat eine Laterne mitgenommen. Oh, ja, das läuft ist, bei denen. Natürlich sehr schön. Ja, passiert. Der wollte wahrscheinlich sich an der Laterne festhalten und ist dann leider doch. Und der gestorben. Lootet den jetzt. Okay. Ja, wahrscheinlich. Gut. Nee, unsere Aufgabe ist es jetzt, wir werden uns einen Offroader schnappen und dann werden, und wir, dann werden wir den Offroader nach Kavala schieben, von hier aus. Genau, von hier aus. Das also wird drei Stunden auf dauern. Auf der Map gucken. Wir sind gerade hier und schieben den Offroader dann an. Die Straße hier runter, könnt ihr euch ja schon mal anschauen. Hier ganz runter, so und dann hier nach links und dann direkt in Kavala rein. Genau, also das kann ein paar Minuten dauern. Genau, das war unser Ziel und deswegen, wir wollen halt wirklich ganz spannende Folgen jetzt für euch machen. Also so. Wenn dann so 10 Folgen nur mit Schieben. Genau. Nee, wir werden uns jetzt erstmal einen Offroader schnappen und dann ein bisschen durch die Gegend fahren und dann versuchen, genau. RP-mäßig Leute überfallen. Ich werde das einfach so machen, wie er das jetzt hier so... Ich hab auch gar nicht mehr die Steuerung im Kopf, Alter. Ich hab so kein ältes Life mehr gezockt. Ich bin gerade erstmal überlegen, wie die Steuerung überhaupt nochmal ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich hinknie. Entweder, ich glaube X und Y war das. Ja, genau, richtig, stimmt. X, Y, dann gibt's ja noch hier dieses... Du kannst, mach mal visieren und dann drück mal Steuerung und rechte Maustaste, dann kannst du, glaube ich, zwischen zwei Visierarten wechseln. Zwischen einmal nah und, Wie bitte? Ein bisschen weiter weg. Einmal zielen und dann ja. Steuerung halten und dann... Warte mal, ich laufe gerade automatisch, das ist immer ein bisschen schlecht. So, jetzt Steuerung halten und dann nochmal Rechtsklick, oder was? Genau. Nee, das bringt aber bei mir nichts. Da sehe ich genauso weit. Echt? Okay. Ja. Dann ist das. Ah, nee, doch nicht. Du hast recht. Siehst du? So, hier mal ein Offroader, der ist. Irgendwer hat mir gerade eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Ja, ich hab's gehört. Ich weiß auch schon, wer es ist, aber ich werde jetzt mal nicht drauf eingehen. So. Dann. Oh, hübsche, ab in die Karre. Hübsche Farbe auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Da erkennt man gleich, dass wir was Böses vorhaben. Ah, du hörst. Ah, shit, jetzt habe ich keine Repair-Kiste, aber du hast meine. Ich habe ja vorhin den Mentor ausgerüstet, weil der ja jetzt hier neu genau. Server ist. Der hat meine ganzen Sachen. Alles gegeben. Ich habe jetzt aber keine Rebellenlizenz, gar keine Lizenz. Das heißt, er muss Auto fahren, wenn ich von der Polizei kontrolliert werde. Okay, ich habe eh eine Waffe, also bin ich dann eher am Arsch. Wir kriegen das schon. Ich mache mal nochmal ein ganz kleines bisschen leiser. Ich glaube, hier gibt es bestimmt noch keine Option, irgendwie den Sound leiser zu machen, ne? Leider noch nicht. Ja, gut, weil das haben wir ja bei uns nämlich ja schon mit Shift P. Das ist das Geilste, ne? Ja, das ist wirklich ziemlich nice. Ziemlich nice. Nice. Ja, ich möchte die Folgen für euch auch wieder so ein bisschen so machen, wie sie früher waren. Das heißt, dass ihr mehr so das Gefühl habt, dass ich einfach zocke und ihr einfach zuschaut. Genau, wir nehmen eins durch und dann... Meine Folgen so ab Part 80, sag ich mal, die gingen dann wirklich nur noch in diese Unterhaltungsschiene. Und da möchte ich wieder so ein bisschen von wegkommen. Ich möchte euch einfach Ältest Live zeigen und selber einfach aus Spaß hier zocken. Wir zeigen euch Ältest Live. Genau. Ich selber möchte einfach auch zocken und... Ich finde, Ältest Live ist auch... gespielt wird, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Da
Weil da habe ich nämlich teilweise echt so zwischenzeitlich. Hat man gemerkt, wa? Ja, ich habe es ja selber auch gemerkt. Das liegt daran, weil du dann höhere Ansprüche an dich stellst. Wenn du merkst, du hast so viele Zuschauer, dann willst du irgendwie mehr aus dem Video rausholen. Aber eigentlich reicht es ja schon, das so zu lassen. Und manchmal macht man es dadurch noch beschissener. Ja. Naja. Also Banküberfall werden wir auf jeden Fall erstmal nicht machen, weil... Denke ich auch nicht, weil zu zweit ist es eh schwer. Ich glaube, die Cops werden ja schon ziemlich gut sein. Das ist wohl wahr. So, ich fahre jetzt einfach drauf los, ne? Ich habe keine Ahnung, wo wir hinfahren. Wie ergibt man sich eigentlich? Nur, dass das weiß ich, weiß ich jetzt auch gar nicht. Ich guck mal ganz kurz bei den Einstellungen, vielleicht finde ich das ja hier bei M. Guck mal, wo wir sind. Lila, Steuerung. Checkpoint 2, da können wir einfach mal vorbeifahren, gucken, ob die Bullen da sind. Bullen wollte ich ja schon immer als Kabelbinder haben. Benutzen, wie geil ist das denn? Ja, stimmt, Kabelbinder. Shift links und J ist Kapitulation und Shift links und O ist Kabelbinder benutzen. Das heißt, da können wir wahrscheinlich jemanden fesseln. Wollen wir Kabelbinder noch schnell kaufen? Aber das können wir machen eigentlich. Das macht schon Sinn, ne? Wenn wir jemanden überfallen wollen, ne? Eigentlich schon. Holen wir noch schnell. Komm Leute, das zeigen wir euch noch schnell. Das zeigen wir euch noch schnell. soll ja auch ein bisschen was zu lernen geben hier, ne? Nicht nur irgendwie. Ja, ergeben weiß ich nicht. Wie war das? Tastenkombination? Stand das da irgendwo? Shift J, glaube ich. Shift J, okay. Fesseln war Shift. Du weißt, dann wissen wir das nämlich schon mal für die Cops, falls die doch mal meinen, sie müssten uns, ne? Ja, genau. Ich habe aber auch nichts zu essen, nichts zu trinken, das heißt, da musst du mich dann gleich auch noch versorgen. Na, das Blöde ist, das Set-Inventar wird hier leider nicht gespeichert, deswegen. Ah, okay. Also, nichts mitgenommen. Also, ja, vielleicht jetzt so fünf Energy-Drinks. Ich habe nur einen Werkzeugkasten, ne? So, du hattest nur einen im Rucksack. Ja, dann kaufen wir das jetzt noch schnell. Machen wir noch eine kleine Shopping-Tour. Richtig. Wollen wir ja für euch auch mal hier was Abwechslungsreiches bieten? Shopping-Tour hatten wir auch noch nicht. Tja. Ich fand das letztes Mal so lustig, als ich ja halt jetzt live gezockt habe und dann irgendwer so meinte, ja, ich soll dich anschreiben, weil du Schulden hast. Das habe ich ja gesehen. Dazu, hä, was für Schulden? Ich habe irgendwie auf jeden Server Schulden, sagen die Leute. Ja, okay. Immerhin hast du ja auch einen Also Ruf, auf einem Server, da weiß ich wirklich, da habe ich Schulden. Ich aber bin auf jedem Server, wird immer gesagt, Mentor der Polizeichef, so. Jeder kennt mich mit der Rolle. Aber jetzt bist du Rebelle. Du bist halt der... Der Böse, der Schulden hat. Der Schuldner bist du. Also, wenn ihr mal Pettys mal kennenlernen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall Schuldnerberater wählen. Ja, als Rolle auf dem Server. Kann ich euch nur empfehlen. So, abspringen. Ich schließe mal kurz die Karre ab. Ich gebe dir am besten auch gleich mal einen Schlüssel, falls irgendwas passiert, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Dann kann ich nämlich direkt immer besser fahren oder so. Oder gegen die Wand fahren oder so. Nein. Okay, Raycore, genau. Das wäre natürlich nicht. Natürlich nicht. Ist das hier der Rebellenshop? Aber hier kann ich nicht ran, ne? Ja, warte mal. Gibt's ja auch einen normalen Shop, einfach nur was, wo ich ja, gibt's. Hinten, ne, Market. Da kann ich ja wenigstens schon mal was zu saufen kaufen hier. Ja, ich hol noch mal ein paar. Aber warte, ich glaube, ich muss erstmal zur Bank, weil ich hab nichts. Zwei. Eins. Wo ist denn hier eine Bank in diesem alten. Du musst einfach runterscrollen, ich glaube, da. Auf der anderen Seite, ja. Ja, hier. Da. Juri, der Trainer, der trainiert. Das ist der Juri, der Trainer, der trainiert. So, ich besorg mal zweimal Wasser. Ich hebe mal ab 5000. Ich denke mal, das wird hier wohl reichen. Dann besorge ich noch taktischen Speck zweimal, Red Ghoul, nehmen wir Speck. Speck! Das ist der taktische Speck, das ist kein normaler Speck, der ist einfach taktisch. Wollen wir Dietrich auch? Ach komm, nimm mal Dietrich. Das heißt, wenn du den Speck isst, dann kannst du 30 Mal besser schießen. Kannst du alles. Und Kabelbinder, da müssten glaube ich zwei reichen. Boah, das denke ich auch, du. Steuerbarer Fallschirm, nein, den brauche ich nicht. nee, nimm den nicht. Brauche ich ein Funkgerät? Nee, das haben wir schon, ne? Nö, wir haben TS, das reicht. Ja gut. Wenn nicht, ne, in-game. Ist das Auto also ich weiß nicht, wie du das, ich weiß nicht, wie ein, Du hast den Motor angelassen, du. Oh mein Gott, Spritverbrauch. Okay, jetzt können wir loslegen, Leute, jetzt können wir loslegen. Oh, ich gucke aus Versehen mein Inventar. Wollte ich gar nicht. So, jetzt. Okay, so. Auf geht's mit unserem wunderschönen farbenen Auto. Ja, unser kackbraunes Gerät. Ja. Mit unserer süßen Hupe. Ich finde das so geil, ne, das Ding hat einfach... Wieso? Würde mal interessieren, ich finde so dieses amerikanische Blaulicht, also diese amerikanische Kopfsirene finde ich richtig geil. Deswegen fände ich das geil, wenn es die hier geben würde. Ich weiß es aber jetzt nicht, ob die das haben. Das werden wir wahrscheinlich früher oder später erfahren, wenn uns die Bullen über den Weg laufen, fahren. Ja. Überfahren. Die werden uns ja mit Sicherheit anhalten, wenn sie uns so sehen. Ja.
Oder versuchen uns ja, anzusteuern. Nee, das ist ja kein Rebellenfahrzeug. Also. Ja, okay, aber wir haben aber, ne, Helme auch, ne? Ja. Das sagen wir einfach, das sind so ähnlich wie Fahrradhelme. Packen wir die Waffe schnell ins Auto rein, Auto schließen wir ab, verstecken wir irgendwo und sagen, nö, wir haben nichts damit zu tun. Klar, wenn wir auf der Straße angehalten werden, verstecken wir das Auto. Wie ist das bitte möglich? Ja, keine Ahnung, wir fahren schnell in den Graben oder so. Ja, genau, ist ja auch überhaupt nicht auf... Yay, wow, erste good Auto job. Schon kaputt. Really good job, friend. Yeah, man. You really sucked it. Yeah, erste Reparationsaktion, yeah, woo. Oh mein Gott, hast du denn irgendeinen Plan, wo wir hinfahren, wo wir gut überfallen können? Jetzt sind wir ja gerade mitten irgendwo in der Pampa, das heißt, hier wird wahrscheinlich eh niemand so wirklich kommen. Also ich hätte erstmal so gedacht, dass wir Checkpoint 2 passieren, dann am besten mal beim, ich weiß nicht, wollen wir zum Kupferhändler? Da gibt es immer so ein Gebiet, wo man gerne überfallen wird. Aber nicht, dass wir... Wussten der überhaupt? Der ist da beim, unter dem Zero One News. Darunter so. One News. Ah, ja, okay, gut. Also da könnten wir hin. Der immer ist, standardmäßig. Da könnten wir jemanden überfallen. Ja, da könnten wir auf jeden Fall hingehen, das ist richtig. Aber nicht, dass wir dann überfallen werden. Wenn nicht, knallen wir sie einfach ab. Naja, du bist ja so optimistisch. Du weißt, was ich für ein schlechter Schütze bin. Egal, ich bin auch schlecht. Kommt drauf an, wie du. Ja. So. Und übrigens, du hast das aber hoffentlich auch so eingestellt, dass wenn du redest, dass du auf dem TS nicht mehr redest. Ne? Ja. Jo, und so, immer. Also das heißt, wir hören uns dann in-game, das bedeutet, dass das... Ja, aber da kann ich ja mal ausprobieren, hier, guck mal. Hallöchen! Ja, das hast du ganz toll gemacht. Ich bin begeistert von dir. Falls irgendwer quakt, ja, zum Beispiel jetzt, dieser Julian, ja. Drückst du Z, Einstellung, Zeitchat. Off. Okay. Und Z, Einstellung, Zeitchat. Weil das nervt manchmal richtig. Wo ist denn der Zeitchat? Ich seh den gar nicht. Ah, der Zeitchat ist ja... Hallo! Genau. Wir haben... Genau, das musst du anklicken. So aber der redet trotzdem. Ja, und dann, ja, das wenn man ist, wenn er zu Ende geredet hat. Ding oh, ey, das nervt, auf, ne? Wenn man mal was machen will. Ich glaube, jetzt hat er aufgehört. Ja. Hey. Immer noch? Der redet immer noch. Julian Trent. Der wird schon gekickt, okay, wird schon gekickt. Admin-Kick. Oha. Admin-Kick, direkt instant. Bitte nicht in Zeitchat reden. Die Admins wissen Bescheid. Ja, wollte ich gerade sagen, die sind aber schnell, Alter. Der hat ja gerade mal 10 Sekunden geredet und schon war der weg. Ja, also, ne? Really awesome! Musst du richtig aufpassen hier. Darfst du ja, nichts Falsches sagen. Weil bei 200 Spielern, da ist ja klar, dass der Zeitchat so ein bisschen laggy ist. Ja, ich bin auch noch ein bisschen nervös. Ich habe jetzt noch nicht so wirklich mega aktiv als Rebell gespielt. Deswegen muss ich zugeben, bin ich doch etwas aufgeregt. Aber ich hoffe, ich habe mit dir einen treuen Mentor an meiner Seite. Ja, genau. Werden wir ja dann sehen. Ja, werden wir dann ja sehen. Wahrscheinlich kippst du als Erster so um. Ja, und dann so. Fällt und du, lässt, du wirst wahrscheinlich als Geisel genommen. Ja, genau. Auch wieder spannend. So, hier, da ist die Hauptstraße. Ja, okay, Hauptstraßen sind auch immer öfters mal Polizisten unterwegs. Wie viele Polizisten sind eigentlich gerade online? Ich guck mal gerade. Teamspieler. Guck mal, da ist einer. Guten Tag. Was, ein Polizist? Nee. So, ja, ich sag, Polizisten sind irgendwie Polizisten oder sagst du, da ist einer. Nee. Ah, sind doch schon einige. Also, ich würde schätzen, 10, 15 sind locker da. Ah, 10. So das ist ja, das, also so. Glaube ich schon ein paar mehr. Also. Das glaube ich, jetzt haben die Leute eh gesehen, auf welchem Server wir spielen. Das ist scheißegal. Okay, wollen wir was sagen? Nö, brauchen wir nicht. Okay. So. Verraten wir nicht. Verraten wir nicht. Okay, das war's. So. Ich hab's kurz gezeigt. Ich bin mal echt gespannt. Ich bin mir echt gespannt, inwieweit hier jetzt. Was ablaufen wird. Ja, ob wir das überhaupt schaffen, jetzt die Leute zu überfallen, weil es gibt ja auch immer wieder Leute, die haben Waffen dabei. Ja, das heißt, das ist immer das Problem. Ich würde vorschlagen, du machst den Überfall und ich gebe dir Backup, also ich sicher von hinten und dann... Ja, auf jeden Fall müssen wir diese Meldung durchgeben, weil sonst... Ja, Shift, Mal war das, ne? Genau, Shift und Mal-Taste, weil sonst, ne, ich hatte das schon so oft, dann musste ich auch ein TS mailen, dann wird dir mit Bann gedroht und ich hasse das immer. Du willst einfach nur spielen und dann... kommt sowas dazwischen, das ist immer nicht so schön. Ja gut, wenn die da so eine Regel haben, musst du dich dran halten, das ist schon... Ja. Ne? Doch, da kommt einer entgegen. Könnten wir auch theoretisch stoppen. Ja, aber da können wir ja immer noch überfallen. Beim Kupferverarbeiter zum Beispiel. Ja gut, da kriegst du aber nichts bei rum, ne? Beim Händler haben sie natürlich dann schon das Geld. Uiuiuiui. Wow. Ja, so Verkehr bisschen, hier, wa? Ja, bei mir leckt das auch so ein bisschen. Hier links ist der Händler, oder? Genau. Oh, da ist da jemand? Nee. Sieht schlecht aus. Da ist niemand. Ich glaube, wir sollten was nehmen, was mehr wert ist, wa?
Könnten wir machen. Kannst ja mal auf die Karte gucken und ein bisschen gucken. Oder wir können einfach hier anhalten, so eine Art Straßensperre machen und jedes Auto, was kommt, okay, die rasen wahrscheinlich einfach vorbei. Ja. Und dass die Cops vorbeikommen, das ist wahrscheinlich ziemlich groß. Ja, ist ja nicht so schlimm, dann hauen wir halt ab, dann gibt's ja Verfolgungs- Dann fahren wir, ich würde sagen, wir fahren erstmal zum Kupferverarbeiter, gucken, wer da so ist und okay, dann können wir die ja auf dem Rückweg überfallen oder so. Genau. Drück mal Shift Mal-Taste, ob das auch beim Fahren funktioniert. Das wäre mega cool. Aber ich glaube nicht. Mal. Nö, passiert nichts. Ah, shit. Das ist natürlich schade eigentlich. Ja, aber auch ein bisschen zu unfair den anderen Spielern gegenüber. Das stimmt wohl. Aber kommt der schon wieder? Der fährt schon rechts ran. Lol. Ah, Günther ist auch hier. Günther! Günther, grüß dich! Ja, ich bin die Gisela. Hallo, wie geht's Gisela? Dir denn, Günther? Mir geht's gut da. Und die Gisela! Ich hab heute mal wieder mein Gebiss vergessen. Konnte ich gar nicht die Suppe schlucken. Oh, ja, das ist gut. Da rechts, nein, der ist kaputt, glaube ich, oder? Ja, pass auf. Der ist kaputt. Da ist aber keiner drin. Das könnte auch eine Falle sein. Das ist eine Falle, glaube ich. Das könnte eine Falle sein, ja. Könnte wetten. Nee, lass die ja weiterfahren, da war ja eh keiner drin. Nee. Da rechts steht ein Auto, hast du gesehen? Ja. Kann man das überfallen? Könnte dann vielleicht. Ja, siehst du, vielleicht. Na, vielleicht ist das der zweite, weißt du? Dann. Das ist. Wäre ich immer ganz vorsichtig. Ja. Hier gibt's auf jeden Fall. Hier gibt's immer sehr viele Fahrzeuge, die mitten auf dem Feld dann stehen bleiben. Da guckst du rum und dann. Ey, keine Sau. Weil bei 200 Leuten sind bestimmt 50 Leute, die wahrscheinlich immer einen Unfall bauen. Ja, wollte ich gerade sagen, da gibt's. Und ich zähle mit dazu. Aber die Fahrphysik ist auch ein bisschen krass hier, also du musst echt aufpassen. Die Fahrphysik ist ziemlich übel. Vor allem muss man bedenken, sobald du was leicht anditschst, ja, kann sein, dass du explodierst. Ein bisschen zu krass. Ja, das ist aber auch irgendwie realistisch, ne? Also gut, man hätte vielleicht irgendwie mal eine Lösung finden müssen, dass. Oh, das ist Krankenwagen. Pass auf, der kommt entgegen! Wow! Alter, wie fährt der? Alter Schwede! Junge! Das war ganz knapp. Das war haarscharf. War wirklich haarscharf. Glück, ist da noch einer drin? Nee, ne? Ist auch kaputt. Guck mal hier. Alle 5 Kilometer. Da kommt aber einer. Aber der ist auch, okay. Ist er? Alle 5 Kilometer? Aber der Verkehr ist hier schon krass, ne? So, du fährst und dann kommt dann noch irgendwas. Bei 200 Leuten, ey, da ist hier richtig was los. Das ist schon, das ist wirklich das Leben hier. Richtig, richtig voll hier. Dann findest du auch mal in Pyrgos ein paar Leute. Ja, ich hatte erst Schiss, dass jetzt hier eine Kontrolle ist, weil du fährst hier so einfach lang. Nee, ich denke mal nicht. Ja, ich hab schon mal, du denkst mal nicht, ja. Im Livestream habe ich es schon mal gebracht, mit ein paar Leuten hier den Checkpoint zu übernehmen und dann einfach ein paar Kontrollen durchzuführen und dann ein paar Raubüberfälle. Und dann kamen die Bullen, haben uns mit denen angelegt, ein bisschen abgeballert und ja, ich wurde dann auch irgendwann gekillt. Hab, glaube ich, 2 Cops geholt. Aber war eine coole Runde. Ja, aber ist das dann nicht so ein bisschen Anti-Roleplay eigentlich? Naja, wenn du den, du sagst denen ja vorher Bescheid, so, ja, Überfall und so, und wenn die Cops kommen und übrigens, wenn die Cops wirklich kommen, ja, und wir merken, dass wir keine Chance haben, dann ergeben wir uns, ja. Ich lass mich ja schießen, weil dann ist meine Rebellenlizenz weg, wenn ich in den Knast komme. Nee. Ich. Übergibst dich? Ich versuche dir Deckung zu geben. Ich ergebe mich, weil ich will ja ein bisschen Roleplay machen dann, wenn der Polizist kommt. Okay. Gut, dann fahren wir hier gleich mal rechts. Ich werde ihm einfach eine Lügengeschichte erzählen, die Polizist, dass du mich entführt hast oder so. Ja, ich bin schuld. Dass du mir die Waffe angedreht hast, ich das gar nicht gemerkt habe. Er hat mich gezwungen mitzumachen. Er hat mich gezwungen mitzumachen. Ja, ist klar. Das ist eine gute. Da oben ist ein Helikopter. Ja, ich sehe es. Oder ich höre es besser gesagt. Weiß nicht, wie wollen wir das machen? Wollen wir hier einen Cut setzen? Weil jetzt haben wir schon fast 20 Minuten. Cut? Weiß ich nicht. Und dann in der nächsten Folge weiter oder in eins durchziehen. Boah, Alter, was ist hier los? Helikopter-Action. Nur ein Helikopter, nicht. Guck das mal an. Ja, hier ist richtig. Vielleicht haben wir Glück und da kriegen wir da jemanden zu fassen. Weiß nicht, wollen wir hier einen Cut oder weitermachen? Wir machen weiter jetzt. Okay. Weil ich bin jetzt bei 13 durch. Minuten plus die 2 Minuten am Anfang sind vielleicht 15. Also ich will schon 20 Minuten rum haben. Gut. Ach, an. Ach ja, stimmt, ich habe schon früh aufgenommen. Musste dich ja erst. Oh, wir werden beschossen, glaube ich. Nee. Das sind nicht wir, ne? Was ist los? Wer schießt da und warum? Da unten. Okay, komm. Warte mal, bleib hier links. Mach nichts. Ist das ein Cop? Das ist kein Cop, glaube ich nicht. Nee, okay. Mach mal die Taste nehmen da ein. Das ist ein Rebell, oder? Denke schon. Wir sollten aber vielleicht wegfahren. Nicht, ja, nee, aber wegfahren heißt immer, wir hauen ab. Bleiben heißt, wir können auch reden, so, weißt du? Weil es kam ja noch keine Überfallmeldung.
Ah, dieser Heli, der ist ziemlich laut, deswegen fahr ich. Das ist ja kein Problem. Weg. Wenn es Rebellen sind, die werden ja kaum ihre Kollegen abschießen. Weißt du, was ich meine? Bleib einfach hier stehen. Fahr doch nicht hier hin, dann denk ich doch, wir würden zum Kupfer hin. Nee, ich fahr jetzt. Nö. Wollen wir mal guten Tag sagen? Ja. Komm, wir sind heute einfach mal einigermaßen freundliche Rebellen. Okay. Einfach mal so eine Kontrolle so durchs Land. Wo ist eine Heli, ey? Was ist das für ein Heli? Dach. Das ist ein Riesending, wa? Alter, voll. Oh, hä? War nur ein Zelt bei mir. Ja, mal hier ein bisschen Spaß. Der haut ab. Kontrollen. Sieht zumindest so aus. Ich glaube, der Typ hat zu denen gehört. Ja, der Orange, der haut auch ab. Guck mal da hinten. Der rast ganz schnell weg. Er hat wahrscheinlich Schiss gehabt, dass er überfallen wird. Jetzt geht eh schon die Meldung an der Polizei, an die Polizei raus. Ja, okay, ich würde da glaube ich auch nicht landen, wenn ihr zwei. Ja, wir tun dem ja nichts. Weil das sieht halt auch aus wie ein Rebellenhelikopter, weißt du, was ich meine? Wir könnten natürlich auch so ein. Wir könnten ihn verarschen. Ja, also sie können ruhig landen und so, wir können ihnen eine Nachricht schicken. Wir schicken ihm doch eine Nachricht. Komm, wir sind mal jetzt. Nett. Ja, dann. Polizei, glaube ich, warte, ich glaube, es ist Polizei. Ich glaube, das ist Polizei. Echt Polizei. Ja, ich glaube schon, ne, das dahinter ist Polizei. Dahinter ist Polizei. Ja, ich fahr ja schon weg wie so ein Irrer. Ja, lauf weg. Ich rase ja schon weg. Komm schnell, da kommt einer zu mir. Ja, renn weg oder so. Ich kann ja nur super, wegrasen, ey. Mit dem Auto. Verdammt. Ich düse ja schon. Kannst du rennen? Renn einfach. Ich hole dich ja, dann später irgendwo ab. Ja schon die ganze renn Zeit. Zu irgendeiner Position, wo ich dich abholen Hilfe! Kann. Hilfe! Renn. Mann, wo kommen die Cops denn her? Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Die müssen uns schon vorher gespottet haben, aber die wissen doch nicht, dass wir irgendwie böse sind. Warte mal, wie war das Schiff J, ne? Aber ich glaube, das ist ein gegnerischer. Warte, komm zu mir. Das ist ein Polizeihelikopter mich, hier, der Dicke. Aber das sah aus wie ein Rebellenhelikopter, weißt du, was ich meine? Ich wurde gefesselt, verdammt, ey. Ja, so schnell? Ja, die sind zu mir. Versuch die irgendwie zu überwältigen. Ich bin weggefahren, wie soll ich die denn überwältigen? Nee, komm zu mir zurück. Red dich raus. Nein, wieso? Red dich raus. Kommen die Cops denn so schnell, Alter? Das Keine ist Ahnung. Schon wieder so eine Kacke, ey. Ja, warte, du kannst dich doch rausreden. Mach gutes Roleplay und versuch dich rauszureden, ganz einfach. Ich versuche mich gerade zu verstecken. Hier wurde Schusswechsel. Was sagst du? Schusswechsel ist hier. Warte, ich red mal kurz. Ja. Sag einfach, du bist irgendwie. Keine Ahnung. Hallo, schönen guten Tag. Haben Sie gerade Angst bekommen? Sind Sie weggefahren vor uns? Hallo, guten Tag. Guten Tag, Rico. Hallöchen. Sie müssen wissen, mein Typ hier ist leicht paranoid. Ah, okay. Der Freimut, er hat so eine leichte geistige Störung. Okay. Hat jeden Menschen Angst, der mich kennt. Ich bin sein Betreuer. Aber wir machen gute Fortschritte. Okay. Ja gut, dann hoffe ich mal, dass ihr Herr wieder schnellstmöglich gesund wird. Oder sie es zumindest hinkriegen, dass es ihm besser geht. Oder er ein bisschen, ne? Ja, wir versuchen schon. Ich meine, für uns, die Kuh überschlagen mich dann. Das war unsere Therapie, dass wir mal in den Menschen waren. Aber das hat nicht so ganz geklappt. Wir sehen ja eh, wie das endet. Freimut, komm doch mal her. Begrüß doch mal den netten Herrn. Der tut dir nichts. Genau, so ist es. Ja, ist alles gut, ich tue Ihnen nichts, keine Sorge. So, ich habe auch meine Waffe weggesteckt, alles gut. Siehst du, der ist nett. Habt ihr irgendwas mitbekommen, was hier los ist? Meine Güte. Ja, da war viel los vorher. Überall Helikopter und wir waren gerade da hinten und dann kam plötzlich schon Polizei und wir wussten gar nicht, was abgeht. Wir selber haben ja gar nichts gemacht, aber meine Güte, da war ganz schön was los. Mein Kollege wurde schon festgenommen. Konnte. Ui, das auch noch. Ja, jetzt müssen wir halt gucken, was wir machen. Dass die Diamantfarm gerade ziemlich heiß ist. Okay. Ja, das soll ziemlich rumgehen. Das ist gerade Sperrgebiet und all das. Ziemlich viele. Naja. Schießereien. Ich merke es gerade. Ich kann mir ja schon ein Bodenband abspielen.
Polizei kommt. Sie sind ja Psychologe, ne? Natürlich. Ja, dann können Sie ja versuchen, dann sagen Sie einfach, ich bin Ihr persönlicher Beschützer, weil Ihr Patient gerne mal ausflippt und andere angreift. Und deswegen besitze ich eine Waffe, um dann im Notfall eingreifen zu können. Ja, verstehe, verstehe. Also kriege ich mich auf jeden Fall. Ja, denke ich auch, also. Ey, Mentor? Ja? Ach, ich habe mich rausgeredet, Alter. Ja. Ja, bei mir ist hier gerade voll die Action. Tatsache. Echt, bei dir ist Action? Ja, was geht, Alter, hier schwebt ein Helikopter 2 Meter über mir. Okay. Das ist mega laut. Ich wollte gerade noch ein bisschen Wordplay mit dem machen hier, aber gerade übelste Action hier. Boah, ich habe mich zum Glück rausgeredet. Ich dachte schon so, what the fuck? Nicht schon wieder Cops. Da sind 2 Helikopter sogar über dir. Ja, ich weiß gar nicht, was hier abgeht und warum. Ich habe ja gar nichts getan. Gut, ich habe eine Waffe, aber das ist doch kein Grund, hier so einen Aufstand zu machen. Hol mich schon mal ab. Ja, ich versuche es. Der Schaden ist eine andere Sache. Ich hab das Auto noch. Wo bist du denn? Ich bin jetzt gerade beim Kupferbaumarbeiter vorbeigelaufen. Okay, ja, ich sehe dich. Ich komme dir entgegen. Ja. Die haben echt gutes RP gemacht. Die haben das geklaut, das jetzt. Ich habe gesagt, wir wollen über Aufkant hier ein bisschen mit Kugel zu fahren, weil wir den Bürgern den Eisenschutz bieten. Auf jeden Fall eine Kugel. Ja. Müsste man mir da irgendwas auf den Finger ziehen. Ja, dann lass uns einfach versuchen, ein bisschen freundlicher zu sein. Oh, da kommt ein Dings. Aber ich weiß jetzt nicht. Ich komm dir entgegen, ich hol dich ab. Jojo, mach das. Ja, wir können ja auch wirklich überlegen, so eine Art Security-Firma aufzumachen. Also so Geheimdienst. Ja, nee, nicht geheimdienstmäßig. Security, einfach den Leuten die Farm Schutz zu bieten. Weißt du, was ich meine? Ja, dass wir freundlich sind. Müssen natürlich auch bekannt werden im Server. Ja, klar. Wo bist du denn jetzt? Ach, da, ich sehe dich. Ich hol dich ab. Jo, mach das. Pass auf, mal ein bisschen leiser stellen. Das ist übel laut gerade bei mir, aber ich bin nicht dazu gekommen. Hier, du kannst einsteigen. Jo, ich komme. Junge. Aber was wollen denn die Helikopter alle? Das ist ja Wahnsinn, oder? Puh. Wie lange nehmen wir denn jetzt schon auf? Ich glaube, 20 Minuten. Ja, jetzt haben wir schon nichts über 20 Minuten rum. Also, jetzt würde ich sagen, machen wir einen Cut. Ich würde sagen, das war ja schon ganz schöne Action, ohne dass irgendwas überhaupt los ist. Also, auf die Helikopter jeden Fall sind uns ja aus irgendwelchen Gründen oder sie schweben zumindest da hinten noch rum. Ich weiß krass nicht, warum. Ja, danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid ja in der nächsten Folge auch wieder dabei. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was wollte er? Dass wir so ein bisschen diese bösen Leute sind. Gut, dann werden wir wahrscheinlich auch eher öfter von der Polizei verfolgt. Oder dass wir so ein bisschen die Guten spielen, die, ja, mehr oder weniger so ein bisschen dazu da sind, um vielleicht so ein bisschen Farmschutz zu bieten. Oder mal hier so zwischendurch am Kupfer hinterstehen und mal so ein bisschen aufpassen, dass da keine Rebellen kommen und die Leute überfallen wollen. Ich weiß nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr Bock habt. Und dann schauen wir mal einfach, was wir so in den nächsten Folgen machen. Genau, dann haben wir schon in den nächsten Folgen irgendwas Cooles parat. Ja, in den übernächsten, weil jetzt, wir nehmen jetzt noch ein Stück auf. Ja, in den darauffolgenden. Genau. Okay, bis dahin. Tschüss. Tschüss.